Da sind wir zurück beim nächsten Teil The Book of Unwritten Tales und wir haben es vor uns, die drei Prüfungen. Was muss ich alles tun, um Magier zu werden? Was für Prüfungen muss ich bestehen? Nun, das ist einfach. Drei Prüfungen in beliebiger Reihenfolge, erfolgreich hier vor mir abgelegt und du erhältst dein Magierdiplom. Zum einen musst du einen magischen Trank brauen. Kräuter, Tränke und Tinkturen sind ein wichtiger Zweig der Magie. Als nächstes musst du ein mächtiges, magisches Artefakt in deinen Besitz bringen. Es ist wichtig, kostbare magische Gegenstände zu besitzen. Es unterscheidet uns Magier vom gemeinen Volk. Und sie können sehr nützlich sein. Und selbstverständlich musst du hier zumindest einen Zauber vorführen. Ganz egal was. Vielleicht etwas mit Schafen? Das klingt nicht gerade nach einem Nachmittagsspaziergang. Das Gold gibt es nicht zurück. Ich habe dich vorher gewarnt. Ich werde es schon schaffen. Keine Sorge. Ach, Herr Jemine. Na, dann wollen wir mal hören, was es damit auf sich hat. Ich würde gern den magischen Trank brauen. Wie geht das? Das ist im Prinzip wie Kochen. Du musst die Zutaten besorgen und dann alles in dem großen Kessel dort zusammenrühren. Das ist alles? Im Prinzip schon. Nur, dass dir deine Gemüsesuppe nicht um die Ohren fliegt, wenn du in die falsche Richtung rührst. Oder eine Zutat wenige Sekunden zu spät hinzugibst. Du kannst alle Zutaten hier aus der Schule verwenden. Einiges wirst du aber selbst suchen müssen. Na, ganz toll. Welchen Trank würden Sie denn empfehlen für Anfänger? Keine Ahnung. Einen potenziell nicht tödlichen würde ich vorschlagen. Vielleicht ein Heiltrank oder ein Mana-Trank? Ich bitte dich, das sind doch keine echten Zaubertränke. Die werden heutzutage in 159 Liter Fässern industriell abgefüllt. Nein, es muss schon etwas schwieriger sein. Schau ruhig im Bücherregal nach. Dort stehen Rezeptbücher. Aha, okay. Was genau meinen Sie mit magisches Artefakt? Und wo soll ich eins herbekommen? Das ist ja gerade der Witz an der Aufgabe. Magische Artefakte sind extrem selten. Je mächtiger sie sind, desto schwieriger sind sie zu finden. Und wie mächtig muss es sein? So genau kann man das nicht sagen. Du zeigst mir ein Artefakt und ich bewerte, ob es mächtig genug ist. Nur bei außergewöhnlich mächtigen Stücken kannst du dir sicher sein. Legionen von Magiern sind seit Generationen auf der Jagd nach solchen Stücken. Und wenn man erst einmal solch ein Artefakt hat, dann gibt man es nicht mehr her. Es gibt sogar eine Geschichte, dass der berühmte Magier Balthasar der Brüchige sein mächtigstes Artefakt mit in den Tod genommen hat, damit kein anderer Magier es in die Finger bekommt. Mit in den Tod genommen? Wie soll das gehen? So genau weiß das niemand. Aber der Spiegel dort drüben hat damit zu tun. Oh. Er gehörte Balthasar. Und irgendwie hat er es geschafft, sein Artefakt mit auf die andere Seite zu nehmen. Ich wusste es, dass das noch irgendwas zu bedeuten hat. Um was für ein Artefakt handelte es sich? Ein Amulett. Das weiß man von alten Porträts. Aber wozu es in der Lage war, weiß heute niemand mehr so recht. Es ist außerordentlich mächtig, so viel ist sicher. So mächtig, dass ich auf jeden Fall die Prüfung bestehen würde, wenn ich es hole? Darauf kannst du Gift nehmen. Na gut, dann hole ich es. Viel Erfolg dabei. Das ist ein Geisterspiegel. Nur Geister können ihn durchqueren. Gibt es vielleicht einen einfachen Weg, ein Geist zu werden? Klar, du musst sterben. Wenn du dich für das Thema interessierst, solltest du mal im Sumpf des Todes vorbeischauen. Dort lebt jemand, der dir sicherlich weiterhelfen kann. Oh nein. Der Sumpf des Todes? Ja, der ist hier auf meiner Landkarte. Der Sumpfling kommt wieder. Er hat ein neues Restaurant eröffnet. Ich kann schon zaubern. Ich habe diese roten Funken mit meinem Zauberstab gemacht. Ich bitte dich. Das ist doch keine Magie. Nein. Du musst einen echten Zauber vorführen. Etwas verschwinden lassen oder verwandeln. Irgendetwas in der Art. Die besten Novizen verwandeln traditionell jemanden in ein Schaf. Was? In ein Schaf? Warum das? Schafe sind die Glückstiere unseres Ordens. Sie sind flauschig, sie sind warm. Hast du etwas gegen Schafe? Nein, ich weiß nur nicht, wie so etwas geht. Natürlich nicht. Es erfordert jahrelange Übung. Jahrelange Übung? Ich habe keine Jahre. Ich brauche das Diplom sofort.
Selbst einfachere Zauber, Levitation oder dergleichen, brauchen viel Übung. Immer vorausgesetzt, in dir steckt überhaupt genug Magie. Ich muss einen Spruch finden, den ich heute noch lernen kann. So etwas gibt es nicht. Zumindest nicht bei mir. Bei mir kannst du in den nächsten Monaten deine ersten Sprüche lernen. Für alles andere musst du dich woanders umsehen. Na, ganz toll. Wie war das nochmal? Ja. Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Naja, auf jeden Fall hat sich die Beziehung vielleicht schon mal ein bisschen verbessert. Okay, Bücherregal. Simon. Rezeptbuch. Theorie der magischen Verteidigung. Runenübersetzung für Fortgeschrittene. Ah, hier. Zaubertränke und Zauberbräue. Ja, und? Es ist eine Mappe mit vielen losen Blättern. Auf den meisten stehen mit der Hand geschriebene Rezepte. Einige sind aber auch aus Zeitschriften ausgeschnitten. Das ist ja ein tolles Buch. Das hier sieht nicht schlecht aus. Das Stärkungselixier. Schritt für Schritt die Anleitung für Anfänger. Stärkungselixiere sorgen für übermenschliche Stärke und steigern das Selbstbewusstsein. Das nehme ich. Was sonst noch? Hier stehen die Zutaten und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Trank mixen soll. Rote Schweißachseln, Geisterpilze, Hirsch, Käfer, Geweihpulver, Pfefferminze, Schimmelschleimextrakt, Knochenwürmer. Was? Asthmatische Speckmaden. Eine Kristallfiole. Ha! Kristallfiole, das kennen wir noch aus der Vampire Story. Am besten kümmere ich mich als erstes um die Zutaten. Nein, wirklich. Sonst? Ich würde mich ja gerne hier hinsetzen und den ganzen Tag Bücher studieren. Ja, okay. Aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Ja. Für mich heißt es wohl Learning by Doing. Oh. Wir verenglischen das Spiel wieder. Okay, Moment. Sonst noch was hier? Behälter mit Trankzubehör. Brauche ich das vielleicht auch noch? Auf einigen der Gefäße kleben kleine Zettel, an anderen nicht. Hoffentlich finde ich die meisten der benötigten Zutaten hier und muss sie nicht draußen suchen. Stimmt, richtig. Das hat der Magier ja gesagt. Das ist ja schon eine Fiole. Das meiste finden wir hier. Ich brauche nur einen Trank, also nehme ich auch nur eine Fiole mit. Sehr schön. Was haben wir noch? Was war das? Presse? Eine Presse aus Holz. Damit kann man Früchte oder Ähnliches auspressen und erhält Saft oder Extrakt. Eine Presse aus ja, Holz. Ja, 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 ja. Damit kann man Früchte oder... Ja. Auf diesem Kästchen steht nichts. Da drin liegen dicke, weiße Maden. Ja, Mumm. Das dürften asthmatische Speckmaden sein. Ah, ja. Ich nehme sie mit. Asthmatische Speckmaden. Oh, nicht schlecht. Okay, was sonst noch? Was ist das? Tontopf. Pfefferminze. Ach. Hey, das brauche ich für meinen Trank. Nicht mehr ganz frisch. Aber sie müssen reichen. Okay. Was mit dem Topf? Ist da schon was drin? Ein großer Messingkochtopf. Innen klebt ein dicker schwarzer Belag am Metall. Vermutlich wurde er schon lange nicht mehr gereinigt. Im Kochtopf köchelt etwas Wasser vor sich hin. Ich könnte mit dem Trankbrauen loslegen, wenn ich alle Zutaten hätte. Okay, was haben wir denn alles? Wir haben die Pfefferminz, wir haben die asthmatischen Speckmaden, die Kristallfiole, den Schleim haben wir auch. Und was war das sonst noch? Ach, guck mal, ist ja geil. Knochenwürmer brauchen wir noch, Schimmelschleimextrakt haben wir also doch nicht. Doch noch nicht. Geisterpilze und rote Schweißachseln. Oder soll das hin? Ich weiß nicht, was das sein soll, Freunde. Aber nun gut, wir haben... Ach nee, ich brauche da gar nicht raus. Währenddessen... Was geht denn jetzt ab? Du hast mich rufen lassen, Mutter?
ein Buch. Der Aufbewahrungsort steht in einem Buch. Es ist verloren. Die verfluchte Elfe wird es haben. Und ein Ring wurde zum Erzmagier geschickt. Verdammt, wer hat ihn? Nur ein Gnom. Meine Spione sagen, er ist schon in der Stadt. Aber er wurde noch nicht zum Erzmagier vorgelassen. Die alles weiß. Wir müssen ihn aufhalten. Bevor der Alte etwas davon erfährt. Der Alte. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Der Gnom wird den Erzmagier nie erreichen. Aber ich brauche deine Hilfe, Mutter. Oh, zur gleichen Zeit in Seefels. Na super. Ich hasse es, wenn da so währenddessen noch was nebenher läuft. Ich hasse sowas. So, aber ich wollte... Der sieht wirklich aus wie Simon the Sorcerer. Leco Mio. Der König der Diebe. Vielleicht... Also, ich bin mir sicher, dass er uns nochmal helfen kann. Ich habe das Schnittmuster und den Stab gefunden. Vielen Dank dafür. Gern geschehen, Wilbur. Sag Bescheid, wenn du wieder etwas brauchst. Bescheid. Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Ja, Ratten. Klar, was brauchst du? Wie abwertend sich das doch anhört. Na, magisches. Ich brauche ein mächtiges, magisches Artefakt. Können Sie so etwas besorgen? Das liegt leider außerhalb unserer Möglichkeiten. Solche Artefakte sind sehr, sehr selten. Und soweit ich weiß, gibt es keine mehr in der Stadt. Außer die des Erzmagiers, natürlich. Toll. Könnt ihr mir dabei helfen, einen Zauber für meine Prüfung zu lernen? Ich fürchte, niemand von uns ist Magier. Dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Ach, zu guter Letzt. Eine meiner Diplomprüfungen besteht darin, einen Trank zu brauen. Sag nichts. Dir fehlen noch Zutaten? So ist es. Ja. Die Zutaten für diese Tränke sind das Letzte. Man fragt sich jedes Mal, wie zum Teufel jemand darauf gekommen ist, Drachen, Popel oder Haare vom Hintern eines Waschbären in einen Trank zu mixen. Was brauchst du denn alles? Hier, sehen Sie selbst. Mit den meisten kann ich leider nicht dienen. Aber das da, Hirschkäfergeweihe, davon hat Onkel Alfredo welche an der Wand hängen. Ich frag ihn mal, ob er ein paar herausrückt. Können Sie mir die beiden Sachen besorgen? Das würde mir schon sehr helfen. Kein Problem. Ich hänge wieder die Fahne vor den Eingang, sobald wir alles haben. Nochmal etwas anderes. Machen Sie es gut, Herr König. Nochmal etwas anderes. Mach's gut, mein Freund. Nicht schlecht. Sehr clever programmiert, Freunde der Sonne. Wieso zwei Dinge? Wir haben doch nur dieses Hirschkäfer hassen. So, Freunde, da bin ich wieder. Das Spiel hat sich gerade dazu entschlossen, Mollüben abzuschmieren. Ich, guck das jetzt hier noch eben und dann ist der Teil sowieso zu Ende. Die Zeit war erreicht, jawohl, und da ist es schon. Mal sehen. Das sind einige Hirschkäfergeweihe. Was für ein Glück, dass Onkel Alfred welche an der Wand hatte. Hirschkäfer haben nämlich gar keine Geweihe. Naja, er muss es wissen. Mal sehen. Was noch? Nein, mehr ist nicht drin. Okay. Ich lege die Fahne in den Eingang. Schon hilfreich, wenn man Verbündete hat, die sich in der Stadt gut auskennen. Aber die Fahne ist doch noch da. Ah ja, jetzt ist sie weg. Okay, Fraps leckt jetzt noch mehr. Ah! Oh. So, haben wir denn Pulver! Wir müssen Pulver haben! Moment, dann weiß ich auch Rat, denn wir hatten da nämlich, sagte er ja, diese Presse. Vielleicht können wir die da durchstecken. Nein, können wir nicht. Ach nee. Wieso können wir die Presse... Boah, Fraps, meine Fresse, ey! Eine Presse aus Holz. Damit kann man Früchte oder ähnliches aus... Ja, weiß ich. Warum machst du das dann nicht? Leck mich am Arsch.
Nee, Freunde, das macht hier keinen Spaß und macht hier keinen Sinn mehr. Fraps hat sich dazu entschlossen, nicht mehr zu arbeiten und deswegen... Doch, der kleinere. Da. Guckt die euch das an. Die Presse ist dafür nicht geeignet. Na. Die Geweihe sind zu groß und vermutlich auch zu hart, um sie mit der Presse platt zu walzen. Gut. Also, macht es ja keinen Sinn mehr weiterzumachen. Ich sage erst einmal, das war's. Vorerst erst einmal hier von The Book of the Unwritten Tales und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, dann hoffentlich mit mehr Glück, was Fraps angeht. Bis dahin, NRW bei 18, adieu.